Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Folgen der Krise noch nicht überwunden sind. Und das gilt insbesondere für die krisenbedingt dramatisch verschlechterte Haushaltssituation bei Bund, Ländern und bei Kommunen. Und vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass der zweite Regierungsentwurf zum Haushalt 2010, den wir heute zur ersten Lesung vorlegen, ein Abbild dieser historischen Finanz- und Wirtschaftskrise ist. Aber er ist eben nicht nur ein Abbild dieser Krise, sondern er ist zugleich auch ein weiterer Meilenstein zur Überwindung der Krise. Mit diesem Haushaltsentwurf werden für dieses Jahr 2010 die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um die noch nicht gefestigte Wirtschaftsdynamik weiter zu unterstützen und so alles dafür zu tun. Komm gleich drauf, Herr Post, ganz kleinen Moment. Alles dafür zu tun, damit Deutschland aus dieser Krise gestärkt hervorkommt. Wir entsprechen damit übrigens internationalen Vereinbarungen, die insbesondere im G20-Kreis zur Überwindung der Krise beschlossen wurden. Ich verstehe ja gut, dass in der öffentlichen Debatte, auch im Hohen Haus, viele gar nicht mehr über das Jahr 2010 und seinen Haushalt, sondern am liebsten nur noch über die Jahre 2011 folgende diskutieren möchten. Aber ich muss Sie enttäuschen. Wir dürfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun, wenn wir nicht ins Stolpern geraten wollen. Und im Übrigen die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger, und ich füge freimütig hinzu, ich auch. Ich habe noch genügend Probleme damit, sich damit abzufinden, dass wir für das laufende Jahr eine Rekordneuverschuldung vorschlagen müssen. Das ist nicht trivial. Die Menschen haben ein Recht darauf. Und wir als Parlament haben die Verpflichtung, diesen Haushaltsentwurf und die ihm zugrunde liegende makroökonomische Ratio erschöpfend zu diskutieren und zu beschließen. Das hat eben mit Vertrauensbildung und mit Vertrauensstabilisierung zu tun. Und wir wissen im Übrigen, dass schwerwiegende Entscheidungen auch für die Jahre danach, 2011 folgende, zu treffen sein werden. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Aber wenn wir diese Entscheidungen verantwortlich und sachgerecht zustande bringen wollen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir sie zum gegebenen Zeitpunkt gründlich vorbereiten, diskutieren und entscheiden. Aber wir dürfen sie eben nicht in mehr oder weniger großer Unverbindlichkeit lange zuvor öffentlich zerreden. Und im Übrigen ist es angesichts der noch großen Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung einfach unseriös, jetzt schon Aussagen über die Folgejahre zu treffen, wenn wir nach den guten Übungen dieser Bundesrepublik den Haushaltsentwurf zur Jahresmitte aufstellen müssen. Ob es uns gefällt, das hat damit gar nichts zu tun. Nein, wir stellen immer, seit Jahrzehnten, jedenfalls wenn wir termingerecht waren, keine Wahlen hatten, stellen wir den Haushaltsentwurf immer zur Jahresmitte auf. Und wir stellen ihn immer auf der Grundlage der jeweils aktuellen Steuersetzung auf, die wird traditionell immer in der ersten Maiwoche sein, und so wird es auch in diesem Jahr sein. Alles andere ist eine üble Unterstellung. Ja, und genau deswegen, ich werde Ihnen gleich an einer Zahl belegen, wie innerhalb von 6 Monaten sich die Zahlen verändern. Wir wissen wirklich, ja gut, dann brauchen wir es doch auch nicht zu bestreiten. Ja. Also ich will noch einmal zeigen, wie die Krise auf den Bundeshaushalt durchschlägt. Wir planen, wie gesagt, den Haushaltsentwurf mit einer Netto-Neuverschuldung von 85,8 Milliarden Euro. Eine Größenordnung, die wir so nie gehabt haben und die deshalb mit Ernst und Eindringlichkeit erklärt werden muss. Ja, ganz ruhig, aber Zeit haben wir. 85,8 Milliarden Euro sind eben keine Kleinigkeit. Sie sind bitter, notwendig und sie sind ökonomisch richtig. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es nach der Auffassung aller Sachverständigen, Deutschland wie international, richtig ist, in einer so schweren Wirtschaftskrise, die ihre Ursachen ja nicht in Deutschland hatte, nicht mit den Mitteln der Finanzpolitik prozyklisch noch zu verstärken, sondern antizyklisch gegenzusteuern. Und der Bund tut dies entschlossen. Ich will daran erinnern, wir hätten nach der mittelfristigen Finanzplanung
wie sie noch im Jahr 2008 beschlossen worden ist, den Bundeshaushalt 2010 mit einer Neuverschuldung von noch 6 Milliarden Euro gefahren. Und für das Jahr 2011 hatten wir eine Nullverschuldung, auch für den Bundeshaushalt vorgesehen. Und jetzt haben wir seit 6 Milliarden 85,8 und die bedürfen einer sauberen Erklärung. 43,5 Milliarden Euro sind krisenbedingte Steuermindereinnahmen allein für den Bund. 23,3 Milliarden Euro sind krisenbedingte Mehrausgaben für den Arbeitsmarkt, darunter 16 Milliarden Euro für den zusätzlich krisenbedingten Zuschuss an die Bundesagentur für Arbeit. Ja, und dann kommen noch einmal die zusätzlichen Zuschüsse an die gesetzlichen Krankenversicherungen in Höhe von insgesamt 10,2 Milliarden Euro hinzu, einschließlich des beschlossenen einmaligen zusätzlichen Zuschusses von 3,9 Milliarden Euro. Wenn Sie jetzt noch die 4 Milliarden Euro für die zwei Konjunkturpakete hinzunehmen, dann sind Sie bei fast 81 Milliarden Euro. Und Sie sehen, dass die Differenz zwischen der mittelfristigen Finanzplanung und der Neuverschuldung im Haushaltsentwurf ausschließlich durch die Krise verursacht ist. Im Übrigen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Grund für diese erhöhten Zuschüsse an die Bundesagentur für Arbeit und an die gesetzliche Krankenversicherung ist doch wohl richtig. Und er wird doch hoffentlich nicht infrage gestellt werden. Genauso wie wir den Finanzsektor zulasten des steuerfinanzierten öffentlichen Haushalts überlebensfähig machen mussten, ist es doch richtig, dass wir auch die gesetzlichen sozialen Sicherungssysteme zulasten des öffentlichen Haushalts nicht mit den Folgen dieser exorbitanten Wirtschaftskrise belasten, sondern das als Zuschüsse in den Bundeshaushalt übernehmen. Das ist übrigens nichts anderes als soziale Symmetrie bei der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und ich will dann doch daran erinnern, dass noch im Umfeld des G20-Treffens in Pittsburgh im September vergangenen Jahres international eher diskutiert wurde, ob Deutschland denn genügend tue, um den Auswirkungen der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. So war die internationale Debatte, auch in Europa. Ich glaube, dass wir insgesamt das ökonomisch Richtige getan haben und dass wir mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf auch weiterhin das ökonomisch Richtige tun. Und das gilt auch für das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das in dem vorliegenden Gesetzentwurf berücksichtigt ist. Wir haben mit diesem Wachstumsbeschleunigungsgesetz haben wir zusammen mit dem schon in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedeten Bürgerentlastungsgesetz, muss man ja zusammenrechnen, das Bürgerentlastungsgesetz haben Sie doch für richtig gehalten. Ich weiß nicht, warum nun das Wachstumsbeschleunigungsgesetz plötzlich das Gegenteil sein soll. Ja, gut. Ich glaube, Herr Kollege Voss, es war richtig, dass wir zu Beginn des Jahres angesichts einer Situation, wo die Wirtschaftskrise noch nicht überwunden ist und wo wir doch international völlig übereinstimmen, dass wir im Laufe des Jahres eine klug dosierte Exit-Strategie finden müssen, war es richtig, einen zusätzlichen konjunkturellen Impuls in der Größenordnung von etwas unterhalb 1% des Bruttoinlandsprodukts zu setzen. Und das genau tun wir mit Bürgerentlastungsgesetz und Wachstumsbeschleunigungsgesetz zusammen. Und deswegen finde ich, dass die Debatte darüber ein bisschen verzerrt ist. Im Übrigen will ich dann doch die Bemerkung hinzufügen zu der Geschäftsordnungsdebatte, die Sie gerade geführt haben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, man kann über jede gesetzliche Maßnahme unterschiedlicher Meinung sein. Und wir haben ja so ein bisschen gesehen, wie sich im Spiegel der Wahlprogramme die Forderungen erhöhen. Und wir haben ja auch ein bisschen dabei gelebt, dass es mit der Konsistenz von Wahlaussagen bei den einzelnen Parteien ein Stück weit unterschiedlich ist. Das will ich jetzt alles nicht bewerten. Aber ich würde uns angesichts des Ernstes der Wirtschafts- und Finanzlage, mit der wir konfrontiert sind, und der Sorgen in unserer Bevölkerung doch dafür werben, dass wir dieses Parlament und die demokratischen Institutionen dieses Verfassungsstaats nicht als käuflich darstellen. Verehrte Kollegen, wehret den Anfängen. Überlegen Sie gut, was Sie tun, und überlegen Sie, wessen Geschäft Sie dabei betreiben.